Wie können Unternehmen ihr Know-how effektiv schützen? Die Antwort kennt Dr. Norman Dauskart, Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz bei AB und D Rechtsanwälte. Herr Dr. Dauskart, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute bei uns sind und wir sprechen heute über ein ganz interessantes Thema. Und zwar geht es um firmeninternes Know-how. Und was ist eigentlich firmeninternes Know-how? Das sind meistens Prozesse, Abläufe, Rezepturen oder ähnliche Sachen, die natürlich auch einen gewissen Wert von Unternehmen darstellen. Aber was ist denn eigentlich ein Know-how im juristischen Sinne? Know-how kann sehr viel sein. Ich würde behaupten, es ist ein exklusives Spezialwissen, ja, das sozusagen nur ein Unternehmen hat und das einen wirtschaftlichen Wert für dieses Unternehmen darstellt. Und es würde ein Schaden entstehen, wenn dieses Know-how abfließt und zum Beispiel Mitbewerbern bekannt wird. Ja. Das ist eine ziemlich weite Definition und das ist auch so beabsichtigt. Ja, man könnte es auch mal praktisch machen. Ja, es ist, wie Sie schon sagten, es können Rezepte sein, ja, es können Marketingstrategien sein, es können Kundenlisten sein, Vertriebsnetze, alles, was sozusagen den Wert eines Unternehmens an Informationen ausmacht und was nicht in die Hände von Mitbewerbern gelangen sollte. Geistiges Eigentum lässt sich ja normalerweise durch Patente, durch Marken, durch Designs oder auch durch Gebrauchsmuster irgendwie reservieren oder auch schützen. Sieht denn der Gesetzgeber darüber hinaus es auch vor, dass man zum Beispiel das Know-how schützen kann, das jetzt nicht ganz besonderen Schutzrechten unterliegt? Ja, im Wesentlichen durch das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz. Das ist ein relativ neues Gesetz, 2019 in Kraft getreten. Ja, und das Gesetz bezweckte eigentlich zwei Dinge. Zum Ersten sollte das Schutzniveau für Know-how, für vertrauliche Informationen einfach angehoben werden. Und zum anderen sollten aber die Voraussetzungen klar festgesetzt werden. Ja, und es kommt jetzt nicht mehr jede vertrauliche Information in den Schutz dieses Gesetzes, sondern der Geheimnisinhaber muss sich Mühe geben, sein Geheimnis auch zu schützen. Er muss angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen treffen. Wenn das Gesetz relativ neu ist, aus Ihrer Erfahrung, wissen die meisten Unternehmen, dass es das gibt oder besteht da noch großer Aufklärungsbedarf? Da besteht großer Aufklärungsbedarf tatsächlich, ja. Es ging schon auch mal durch die Medien, aber unsere Erfahrung aus der Praxis ist einfach, dass die Unternehmen sich zu wenig um den Schutz ihres Know-hows kümmern. Also da ist noch deutlich Luft nach oben. Vielleicht können wir da heute ein bisschen Abhilfe schaffen und uns noch ein bisschen mehr darüber unterhalten, denn welche Anforderungen müssen denn Unternehmen erfüllen, damit firmeninternes Know-how auch wirklich unter dieses Schutzgesetz fällt? Ja, wie ich schon sagte, das sind die angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen. Ja? Und da gibt es eigentlich drei Kategorien. Das erste sind die organisatorischen Maßnahmen. Ja, da gibt es das sogenannte Need-to-Know-Prinzip. Mitarbeiter und Geschäftspartner sollten immer nur mit denjenigen Informationen in Kontakt kommen, die sie auch wirklich für die Arbeit und die Tätigkeit brauchen. Ja, das heißt, man muss dann staffeln. Das Management weiß dann zum Beispiel mehr als, sagen wir mal, der einfache Sachbearbeiter. Ja, organisatorisch. Dann technische Schutzmaßnahmen. Ja, IT-Sicherheit, ganz großes Thema momentan. Ja, sich also zu schützen vor Angriffen von außen. Ja, sichere Passwörter festzulegen und auch die Mitarbeiter anweisen, eben immer sichere Passwörter zu verwenden. Ja, das ist die technische Seite. Und dann gibt es noch die vertraglichen Schutzmaßnahmen. Ja, da geht es darum, dass man mit seinen Mitarbeitern Geheimhaltungsklauseln vereinbart. Ja, dass man sogenannte NDAs, Geheimhaltungsvereinbarungen mit Geschäftspartnern schließt und sich einfach darum kümmert, dass sozusagen alle, die mit vertraulichen Informationen in Kontakt kommen, wissen, aha, die habe ich geheim zu halten. Ja, dazu gehört übrigens auch, Informationen explizit als vertraulich zu kennzeichnen, ja, damit Mitarbeiter auch sehen können, aha, diese Information ist vertraulich, die darf ich jetzt nicht in die Welt posaunen. Okay, das habe ich verstanden. Aber jetzt haben Sie schon die Cyberkriminalität so ein klein wenig angesprochen. Wie kann ich mich denn noch als Unternehmen vor Diebstahl von meinem firmeninternen Know-how schützen? Also wir empfehlen in der Praxis immer, dass man mit einer Informationsinventur anfangen sollte. Ja, man sollte als Unternehmer schauen, welche Informationen sind denn bei mir vertraulich? Ja, was ist denn mein Know-how? Ja, und dann zu prüfen, okay, wie ist es denn geschützt? Ja, und dann kann man mit Hilfe eines Rechtsanwalts ein sogenanntes Geheimnisschutzkonzept erstellen, ja, in dem dann konkrete Vorschläge und Anweisungen unterbreitet werden, wie man das Know-how besser schützen kann. Ja, das ist die eine Seite. Dann
die Macht des Faktischen. Ja? Wenn ich meinen Know-how teile mit anderen Personen, sollte ich mir diese Person genau anschauen. Kann ich denen vertrauen? Ja, da kann manchmal schon eine Google-Suche helfen, ja, um entsprechend zu schauen, ja, mit wem habe ich es denn da zu tun? Ja? Und dann erleben wir ganz oft in der Praxis, dass Ex-Mitarbeiter, die eben ein Unternehmen verlassen, ja, vertrauliche Informationen mitnehmen und sich selbstständig machen, ja, und dann diese vertraulichen Informationen nutzen. Unabhängig davon, ob die das überhaupt dürfen, ja, helfen dagegen Wettbewerbsverbote. Ja, man kann nachvertragliche Wettbewerbsverbote mit den Mitarbeitern vereinbaren, muss dann zwar eine Karenzentschädigung zahlen, aber hält die sich erstmal für eine gewisse Zeit vom Leib. Ja, die können dann nicht sofort selbstständig werden, in direkte Konkurrenz treten und diese Informationen nutzen. Das heißt, wenn ich mir Beratung durch einen Rechtsanwalt suche in diesem Thema, kann ich mich also nicht nur kurzfristig schützen, sondern auch auf langfristige Sicht kann man Vorkehrungen treffen, dass mich das nicht später betrifft, wie Sie gerade gesagt haben. Der Mitarbeiter verweilen oftmals eine Weile im Unternehmen, aber dass man sozusagen für alles vorsorgt, damit da nichts schiefgehen kann, oder? Genau. Und wenn ein Mitarbeiter dann trotzdem vertrauliche Informationen mitnimmt, ja, und gegen das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz verstößt, ja, und man sich streiten muss, dann würde ein Gericht im Zweifelsfall schauen, aha, wie sehr hat sich denn das Unternehmen um den Geheimnisschutz gekümmert. Und wenn man dann zum Beispiel ein Konzept vorlegen kann, ja, und darlegen kann, dass man diese Geheimhaltungsmaßnahmen ergriffen hat, ja, das hilft natürlich. Jetzt haben wir schon gesprochen, also auch wenn Know-how unter gesetzliche Schutzrechte fällt, kann es natürlich auch, wie wir jetzt erfahren haben, auch zu Verstößen kommen. Welche Ansprüche ergeben sich denn aus Verstößen, wenn diese passieren und wenn diese gegen das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen dagegen vorgegangen wird? Und vor allem, wer ist denn der Anspruchsgegner? Also der Anspruchsgegner ist natürlich immer der Verletzer, ja, also derjenige, der ein Geheimnis entwendet, offenlegt oder nutzt rechtswidrig. Ja, natürlich auch seine Gehilfen. Ja, es sind ja manchmal auch Banden, die da tätig sind. Ja, gegen all diese Personen hat man natürlich Ansprüche. Ja, und das sind eigentlich die klassischen Ansprüche aus dem gewerblichen Rechtsschutz. Ja, man kann einerseits Unterlassung verlangen, ja, setzt man oft mit einer Abmahnung durch, verlangt die Abgabe einer Unterlassungserklärung, dass eben dieses Geheimnis in Zukunft nicht mehr genutzt wird, ja, oder weiter offengelegt wird. Ja. Man kann Beseitigung des Störungszustandes verlangen, das heißt Vernichtung aller Unterlagen, in denen das Geheimnis verkörpert ist. Ja. Man kann auch verlangen, dass zum Beispiel rechtsverletzende Produkte zurückgerufen werden. Ja. Also wenn ein Produkt entwickelt wurde unter rechtswidriger Nutzung eines fremden Geheimnisses und in den Markt gelangt ist, kann man das zurückrufen lassen. Ja. Und nicht zuletzt kann man natürlich auch Auskunft und Schadensersatz verlangen. Ja, das heißt also, man fragt, wie genau wurde das Geheimnis genutzt und offengelegt, ja, um zu ermitteln, welcher Schaden ist da entstanden. Und dann kann man natürlich Schadensersatz verlangen entsprechend. Ja. Herr Dr. Dausgard, schön, dass Sie heute da waren und uns auch in dieses sehr interessante und auch neue Feld etwas eingeführt haben. Und vielleicht konnten wir dem einen oder anderen Zuschauer auch eine Anregung geben, sich doch ein bisschen genauer damit zu beschäftigen. Genau, danke, dass Sie hier sind. Danke.